Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft Survival. In der letzten Folge haben wir hier ein bisschen weitergebaut, zum Beispiel hier eine Weizenfarm haben wir wieder unterirdisch angelegt. Und ja, heute war ja geplant, hier eine neue Höhle zu suchen. Ich weiß, eigentlich hatte ich ja vor, jetzt hier mal langsam mal hier Tiere zu züchten, aber das mit der Höhle hatten wir ja schon ein bisschen länger vor. Deswegen machen wir das jetzt eben ein bisschen zuerst. So, weil ich habe ja auch in der Nähe schon ein, zwei Höhlen gesehen, während ich hier ab und zu mal durch die Gegend gelatscht bin. Ja. Wie zum Beispiel die hier. Zum Beispiel, wenn das jetzt nicht keine Schrotthöhle ist. Nope, ist keine. Aber die Kohle kann man mitnehmen, die da hinten eben war. So. Und im Hintergrund schön Star Wars Musik. Duel of Fates heißt es. Hier aus Episode 1. Hier Star Wars Episode 1. Die dunkle Bedrohung natürlich. Ein Skeletto. Komm her, Skeletto. Autsch, ich werde wieder beschossen. Haben wir einen Skelett-Spawner? Ein Dungeon! Jo. Dann platzieren wir mal kurz hier ein paar Fuggles. Damit die Mobs hier nicht spawnen können. So, was haben wir hier? Schießpulver. Eine goldene Pferderüstung, Melonenkerne, ein Goldapfel. Oh, Redstone. Oh Mann, ich habe echt wieder ganz viel, schon viel Kram mit hier. Ja. Ich habe das zwar den Kram da drin, weil ich den schon so habe, das meiste, was da drin ist. Aber ja. Dann wollen wir mal weiter. So. Hoffen wir mal, dass die Höhle hier groß ist. Aber so wie es aussieht, ist sie das auch. Zum Glück habe ich hier Holz mit. Dann können wir uns glücklicherweise immer hier wieder neue Fackels machen. Also was Redstone angeht, was wir ja gefunden haben, Alter, damit kenne ich mich so gar nicht aus. Oh, wir haben wieder Eisen. Jo, und hier geht es nicht mehr weiter. Aber wir haben hier Kohle. Den Skandborder müsste man gleich wieder wegbringen, um wieder ein bisschen Platz zu machen. Ich habe mir hier vorhin eben hier auf YouTube ja auch den zweiten Trailer zu Star Wars The Bad Batch angesehen, oder? Und ich muss sagen, dieser Trailer war richtig geil, der zweite hier. Es wurden nicht nur neue Charaktere gezeigt, sondern auch neue Szenen. Hier zum Beispiel, wie das hier Bad Batch hier da auf Kamino hier gegen Trainingsdruiden, zum Beispiel in einem Kampfszenario trainiert. Und wie Tarkin hier sagt, dass hier
99 stärker ist, also als jede Armee, aber auch hier sich nicht an die Befehle halten. Also sie, naja, so wie wir in Clone Wars gesehen haben, nicht immer das tun, was ihnen befohlen wird. Und man hat ja auch gesehen, dass hier Clone 99 hier einigen neuen Charakteren, sowohl neue als auch alten Charakteren, begegnen werden. Zum Beispiel hat man gesehen, dass sie hier einem kleinen Mädchen auf Kamino begegnen werden, dessen Namen noch man wahrscheinlich erst hier so vermutlich im Laufe der Serie erst herausfinden wird, also der genannt wird. Also ich glaube aber auch nicht, dass die 99 dieses Mädchen hier direkt schon in der ersten Folge begegnen, das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass die erste Folge von Star Wars The Bad Batch eher hier so auf Kamino erstmal spielen wird. Und man hat ja auch gesehen im Trailer, dass hier Tarkin anscheinend hier irgendwann so hier so entscheidet, dass hier die Kloneinheit 99 von den anderen Klonen befohlen wird, Kloneinheit 99 aufzuspüren und zu vernichten. Also man kann sich schon auf einiges freuen in Star Wars The Bad Batch. Aber das Geile, was ich fand, was vorkommt, ist, dass man nämlich einen coolen Klon wieder sieht in Star Wars The Bad Batch, nämlich Captain Rex. Man hat ihn zwar nur in 1, 2, 10 gesehen mit dem Bad Batch, aber vielleicht taucht er ja so, vielleicht so ab Folge 5 oder 6 der Serie auf, ich bin mir nicht sicher. Aber das werden wir alles sehen, wenn hier Star Wars The Bad Batch hier im Mai, glaube ich, war es, ne? Am 4. Mai startet die, ne? Ja. Glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht irre. Das werden wir dann alles hier am 4. Mai sehen. Auf jeden Fall ist diese Höhle bisher, die wir hier gerade durchlaufen, deutlich größer als die letzteren, die wir bisher hatten. Aber was Ressourcen angeht, ist sie immer noch gleich. Weil wir finden hier hauptsächlich nur Eisen und Kohle. Also für die, die auch mega gehypt sind auf Star Wars The Bad Batch, schreibt es gerne in die Kommentare oder ob ihr generell so hier Star Wars Fans seid. Also ich hoffe ja stark, dass wir hier ouch, bald mal hier auch mal wieder Dias finden. Weil momentan finden wir, wenn wir in eine Höhle gehen, immer nur Eisen und Kohle. Also ich will jetzt auch nicht hier zu viel aus dem Trailer spoilern, für die, die den Trailer noch von Star Wars The Bad Batch noch nicht gesehen haben. Wenn ihr euch den ansehen wollt, gebt einfach in YouTube einen Star Wars The Bad Batch Trailer ins Deutsch. Dann werdet ihr ihn schon finden. So, einen Moment. So, machen kurz neue Fuggles. Jo.
Ich frage mich ja, ob wir dann hier noch auch, abgesehen von Captain Rex, auch Ahsoka sehen, wiedersehen werden. In Star Wars The Bad Batch. Weil das wäre natürlich mega geil. Sorry, wenn man das gerade gehört hat. Das war mein Handy. Ja, wir gucken uns jetzt kurz nochmal hier diesen Höhleneingang nochmal an, der anscheinend noch tiefer in die Höhlen führt. Hoffentlich verlaufen wir uns später nicht. Okay, wir haben hier schon mal Lava. Ja, wartet, ich baue hier mal kurz was hin, damit man, falls wir hier wieder vorbeikommen. Dass wir hier lang gekommen sind. Jo, ouch. Ja, ich würde sagen, das war's aber erstmal für diese Folge. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da, bleibt gesund, tragt ihr meine Maske, wenn ihr rausgeht. Habt noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video anguckt. Und ja, aktiviert die Glocke, um keines meiner neuen Videos zu verpassen. Ja, bis zum nächsten Mal und möge die Macht mit euch sein. Servus.